Das, was er und Afra tun, das ist nicht nur ein Skandal, das ist doch eine Sünde. Ach, und was war das, als wir vor unserer Ehe mehr als 20 Jahre ein Verhältnis miteinander hatten? Ich war immer noch verheiratet. Ach, das war doch ganz was anderes, Albert. Ja, ja. Das sagen alle, wenn sie ihre eigenen Sünden verniedlichen wollen. Missverstehen Sie mich nicht, Schwester Afra. Wenn es Ihr Wunsch ist, unsere Ordensgemeinschaft zu verlassen, so werde ich Ihr Gesuch selbstverständlich, wie unsere Regeln es verlangen, dem Bischof und der Gemeinschaft der Ordensschwestern vorlegen. Aber sind Sie sicher, dass es der richtige Entschluss ist? Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Ich weiß nur, ich kann nicht anders. Nicht, weil ich mich nicht wohlgefühlt hätte, im Gegenteil. Ich habe mich nie so geborgen und angenommen gefühlt wie hier. Aber während der Exerzitien habe ich viel nachgedacht. Vor allem über etwas, was mir ein Freund gesagt hat. Und ich glaube, er hat recht. Mein Motiv, es ist nicht das Richtige für das Leben einer Ordensfrau. Aber das wahre Motiv, wegzugehen, ist doch dieser Mann. Der Auslöser, Mutter Oberin. Ja. Er hat mir einiges bewusst gemacht, was ich verdrängt hatte. Und jetzt weiß ich, eines Tages wäre ich ohnehin gegangen, auch wenn ich mich nicht in Johannes verliebt hätte. Es wird Zeit, erwachsen zu werden und sich aus dem Nest herauszuwagen. Auch wenn es ein so gutes ist, wie das, was ich hier hatte. Schön, dass Sie das so sehen. Ich werde es genauso vortragen, beim Bischof und im Konvent. Es tut mir so leid. Jeder hat seinen Weg, Afra. Und wir, die wir glauben, dass Gott in uns führt, wir wissen, dass auch Umwege in seinem Plan stehen. Und jetzt fahren Sie zurück nach München. Sie hören von mir. Gestern war der Versicherungsvertreter da. Er sagt, dass die Brandursache ein Wartungsfehler in der Abfüllanlage war, der zum Kurzschluss geführt hat. Hm. Sie werden den Schaden in voller Höhe übernehmen und sich das Geld von der Wartungsfirma holen. Weiß nicht. Gott sei Dank. Ich dachte schon, Walter hätte was damit zu tun. Das dachten wir auch, aber er ist absolut unschuldig. Ich denke, ihr solltet gegen die Wartungsfirma eine Zivilklage anstrengen. Wo denn? Mhm. Ich denke auch, dass es sinnvoll wäre, die Trennung von Walter jetzt vorzunehmen, indem wir uns nach anderen Produktionshallen umsehen. Das kostet zwar zusätzlich Geld, aber das ist die sauberste Lösung. Komisch, auf den Gedanken kam ich auch. In manchen Dingen scheint sie ganz vernünftige Überlegungen zu haben, in anderen weniger. Oh Mensch, Papa, jetzt lass ihn doch. Es ist schließlich sein Liebesleben. Das ist richtig, nur Johannes hat zwei Kinder, die unsere Enkel sind und somit eine Verantwortung. Wer sagt uns denn, dass Afra eine Ehe ernster nimmt als ihr Gastspiel im Kloster? Du bist echt fies, Margot. Wir nennen nur die Dinge beim Namen. Also Moment mal, ja, Moment. Afra und ich, wir
Wir haben uns ineinander verliebt, das ist richtig. Es kam wie der Blitz. Und was kann man schon gegen einen Blitzschlag tun? Aber ich denke, es ist ein bisschen früh, von einer Ehe zu sprechen. Dann auch noch gleich von deren mutmaßlichen Misslingen. Ja, genau. Ich habe Afra gepflegt, als sie krank war. Im Krankenhaus hat sie 3 Tage und 3 Nächte an meinem Bett gewacht. Auf dem Stuhl sitzend, wohlgemerkt. Ich denke, das ist noch keine Basis für eine Heirat. Heißt das, du hast nur ein bisschen mit ihr geflirtet? Immerhin verlässt sie deinetwegen das Kloster. Natürlich nicht. Ich wollte damit lediglich andeuten, dass ich es schön finde, wenn wir uns in der nächsten Zeit ein bisschen besser kennenlernen dürfen, bevor weitere Spekulationen über unsere gemeinsame Zukunft angestellt werden. Und wo sollen diese Annäherungen stattfinden? Etwa da oben bei uns im Dachgeschoss? Marco. Tag, Onkel Roman. Komm rein. Nimm Platz. Wie ich sehe, hast du nicht nur jeglichen Skrupel, sondern auch gleich noch deine Ordenskleidung abgelegt. Ich finde, wir sollten versuchen, die Unterhaltung sachlich zu führen, Onkel Roman. Sachlich? Sachlich habe ich geredet, als ich versucht habe, dich vom Kloster fernzuhalten. Aber wer wollte denn unbedingt Ordensfrau werden? Du doch! Wenn ich mich nur an den Wortschwall erinnere, mit dem du mir dein Theologiestudium begründet hast. Den Zölibat wolltest du abschaffen, das Frauenpriestertum einführen und jetzt... Jetzt rennst du weg wie ein Kind aus dem Sandkasten, dem man ein Bonbon gezeigt hat. Meinst du nicht, dass du da zwei völlig verschiedene Dinge vermischt? Keinesfalls. Aber ich hätte nach all deinen vorwitzigen Reden und deiner theologischen Besserwisserei ein bisschen mehr Disziplin von dir erwartet. Aber du benimmst dich wie eine ganz gewöhnliche Schlampe. Entschuldige, aber ich glaube, es hat keinen Sinn, Onkel Roman. Wiedersehen. Wiedersehen, Elsa. Was stehen Sie denn da herum, Elsa? Entschuldigung, Herr Weihbischof, aber ich habe geglaubt, es ist was passiert, weil Sie so laut waren. Es ist auch was passiert und Sie wissen auch was. Sie haben doch alles mitgekriegt. Das hab ich. Ach, da fällt mir gerade ein. Ich hab da neulich was gefunden. Einen Moment. Nicht alles, was man verdrängt, war nie vorhanden. Sie waren sehr streng mit dem armen Kind, Herr Weihbischof. Das war etwas anderes. Ja, ja. Bestimmt. Du machst es gar nicht schlecht, Frau Direktor. Ich habe noch nie eine Arbeit schlecht erledigt. Selbst wenn ich unkundig war. Das hast du nun davon, dass wir hier sind. Wissen, dass Sie mit Ihrer Mutter nicht sprechen dürfen, Frau Schaffner. Sie hat sich das ausgedacht und mir eingeredet, dass das alles nicht schädlich für Frau Heine ist. Sie hat mich gezwungen, da mitzumachen. Das dürfen Sie alles dem Richter erzählen, Frau Schaffner. Und mit Ihrer Komplizin können Sie sich auseinandersetzen, wenn der Prozess gegen Sie beide vorbei ist. Kommen Sie jetzt. Bitte. Kennst du die beiden, Conny? Na. Aber ich habe gehört, sie sind Mutter und Tochter und haben irgend so eine Alte ausgenommen. Beklaut oder überfallen?
Naja, die haben sie in deren Nobelvilla eingerichtet und die Mutter ist Ärztin. Und dann hat die der Alten was in den Kaffee drin und dann hat die gemacht, was wollen hat. Im Prinzip genial. Solange man nicht die Alte ist. Ja, so genial, dass sie jetzt sitzen. Na, da sitze ich lieber, weil ich eine Firma betrogen habe. Das hat sie wenigstens alles nur auf dem Papier abgespielt. Aber ich habe keinen Menschen geschadet. Ein bisschen verkleidet komme ich mir schon vor in dem Dirndl. Es ist praktisch und es steht hier ganz ausgezeichnet. Ja, danke. Und was habt ihr morgen für mich geplant? Ich dachte, morgen bleibst du im Haus. Du wirst einen tierischen Muskelkater von der ungewohnten Landarbeit bekommen. Ja. Hier ist dein Programm. Ich habe dir alles ganz genau aufgeschrieben. Ich bin morgen nämlich nicht da. Das habe ich noch nie gemacht, in meinem ganzen Leben nicht. Du musst es nicht tun, aber ich dachte nur, vielleicht macht es dir ja Spaß. Ich werde es versuchen. Bravo, da hast du auch keine Zeit zum Grübeln. Schaust ja schon wieder ganz anders aus. Wenn ich bedenke, was du für ein Wrack warst, als du hier ankamst. Das war eine grandiose Idee von Margot und Berthold, das muss ich sagen. Ach übrigens, Berthold kommt morgen, um dir die Restabwicklung deines Fürsorgekrimis zu berichten. Es ist nicht zu fassen. Da erkennen diese beiden Damen meine Trauerneurose. Das war nicht weiter schwer, oder? Ja, du sagst es. Sie nisten sich bei mir ein, unter dem Vorwand, mir helfen zu wollen. Halten mich unter Drogen. Um mir in diesem Zustand Schecks unterzujubeln. Und als Krönung des Ganzen ergaunern sie sich auch noch das Wohnrecht in meiner Villa. Es ist nicht zu fassen. Versuch es zu vergessen, Sigrid. Du bleibst hier, bis du wieder völlig okay bist. Und hier setzt dich bestimmt niemand unter Drogen. Außer mir. Daran könnte ich mich gewöhnen. Ich habe Bier immer verabscheut. Aber hier schmeckt es mir. Das macht die körperliche Arbeit, Frau Direktor. Sie hat zwar keinen guten Ruf, aber sie tut dem Menschen gut. Wie man sieht, ne? Also, Prost. Oder träumst du nur an uns? Ich denke nach. Das tun jetzt alle. Vorwiegend über uns. Das kann ich mir vorstellen. Ich war heute bei Onkel Roman. Bis zu einer Erklärung bin ich gar nicht gekommen. Es ist ja auch schwer zu erklären. Oder siehst du das anders? Nein. Warum kommst du mit Gepäck? Willst du etwa auch hier bleiben? Patty hat dir ein paar Sachen eingepackt. Die meisten sind von Anna. Ich hoffe, es macht dir nichts aus, aber Patty meinte, die passen dir besser als ihre. Und in der Eile war nichts anderes aufzutreiben. Ich hoffe, es macht dir nichts aus. Ich denke sehr oft an Anna, aber das hat damit nichts zu tun. Komm. Lass uns die Sachen hochbringen. Und dann machen wir einen Spaziergang. Es ist so ein herrlicher Abend. Dass du mich bis in alle Ewigkeit jetzt im Hals hast. Nur weil ich begriffen habe, dass das Kloster nicht der richtige Platz für mich ist. Und weil du ein bisschen verliebt in mich bist. Du doch auch ein bisschen in mich. Ja, schon, aber das ist noch kein Universalprogramm. Du bist zauberhaft, Afra.
Also, jetzt, jetzt wollen wir mal was klarstellen. Der Umstand, dass du Ordensfrau warst oder bist, kompliziert unsere Beziehung beträchtlich. Ich habe deinen Blick schon richtig interpretiert vorhin, als ich mit der Tasche angekommen bin. Du hast Angst gekriegt. Du dachtest, ich würde heute Nacht bei dir bleiben wollen und... Schau mich an, Arthur. Natürlich will ich das. Ich bin in dich verliebt. Aber ich weiß auch, dass du im Prinzip nicht 28 bist, sondern erst 17. Und ich weiß, dass die Liebe ein fremdes Land für dich ist. Wann bist du denn fertig? Nach Rauf zur Hütte eine Stunde, dann die Besprechung. Na gut, dann sagen wir um 6 Uhr wieder hier. Mhm. Also, ein bisschen sonderbar finde ich das schon, dass du eigens hierher fahren musst, um ein Schulfest zu organisieren. Markus Trost ist der Verantwortliche auf der Lehrerseite und ich bei den Schülern. Naja, das klingt ganz plausibel, aber... Ich ziehe die Schulfestnummer durch und dann fahre ich wieder runter ins Tal. Aber falls es dich beruhigt, wir sind ganz bestimmt nicht allein in der Hütte. Er hat 28 Schüler und eine Kollegin dabei. Ja, und Hütteneltern gibt's auch noch. Halt doch bitte beim Schmied vom Kochel. Von da habe ich die Wegbeschreibung. Wie gnädiges Frau Lenwitsch. Also, Patty, Punkt 6 wieder hier, ja? Mhm. Und Patty, mach keinen Unsinn. Der, den wir gerade zu Hause haben, reicht mir voll auf. Schon gut, Papa. Mach dir keine Gedanken mehr. Tschüss. Beim Brotbacken. Sonja und Veit machen eine Art Beschäftigungstherapie mit mir. Und ich muss sagen, sie wirkt. Ja, das sehe ich. Du siehst blendend aus, meine Gute. So fühle ich mich auch. Setz dich. Danke. Ich habe Kaffee vorbereitet. Oh. Und Berichte. Was machen meine fürsorglichen Damen? Sie sind im Gefängnis, wo sie auch hingehören. Merkwürdig. Ich empfinde keine Genugtuung. Bin nur froh, dass ich das alles heile bestanden habe. Traurig bin ich, dass Menschen, die man für Freunde gehalten hat, Verbrecher sind. Vermutlich hatten sie das Gefühl, keinen anderen Ausweg mehr zu haben. In dem Punkt unterscheidet sich der Straftäter vom sogenannten normalen Menschen. Wenn nämlich sein Ego so wichtig wird, dass er einen beträchtlichen Schaden, auch einen körperlichen, eines anderen in Kauf nimmt, um sich selbst einen Vorteil zu verschaffen. Und was ist mit dem ergaunerten Wohnrecht? Ich habe den Notar über die Umstände unterrichtet und eine Anfechtungsklage vorbereitet. Ich habe die Unterlagen in meiner Mappe. Moment. Danke, Bertolt. Ich glaube, ich bleibe noch etwas hier. Veit sagt, ich bin keine Last, sondern nützlich. Ist doch schön.
Hier sind sie. Wo sind denn die anderen? Die machen gerade eine Wanderung mit Frau Weber und einem Bergführer. Ja, und ich habe heute frei. Hast du die Unterlagen mit? Ja, in meinem Rucksack. Ja, aber gehen wir besser runter. Da haben wir auch mehr Platz. Einverstanden. Also auf meiner Liste war das jetzt alles. Mhm. Ja, auf meiner auch. Gut, dann nehme ich das morgen so mit. In die Klassensprecherrunde und in die Schulversammlung am Abend. Das hast du toll vorbereitet, Betty. Danke. Kann ich noch einen Schluck Cola kriegen? Ja, sicher. Gehe ich jetzt wieder. Na, bleib doch. Ich meine, wenn du um 6 mit deinem Vater verabredet bist, dann hast du noch jede Menge Zeit. Ich würde trotzdem gern gehen. Es war ein Vorwand, dass ich dich gebeten habe, hierher zu kommen. Wir hätten das Ganze genauso gut telefonisch besprechen können. Nur habe ich mir eingeredet, dass es unbedingt sein muss. Und erst kapiert, was Sache ist, als du kamst. Ja, und was ist Sache? Mariko kommt. Morgen schon. Ja, da wollte ich dich unbedingt noch einmal sehen. Ich weiß, dass das idiotisch ist. Unverantwortlich sogar, aber ich schwöre dir, es war mir nicht klar. Ah ja, auf einmal, da müssen Sie mich ganz dringend sehen, ja? Aber zuvor, da haben Sie verlangt, ich soll die Sache am Chiemsee vergessen, weil das war ja alles nur eine Sonntagnachmittagslaune, ja? Und der Kuss ist Ihnen dann nur so passiert. Ja Gott, Betty, ich bin dein Lehrer und du bist meine Schülerin. Ja und? 4 Stunden in Mathe, aushilfsweise. Ich will Ihnen mal was sagen. Ich habe in Mathe schon immer eine 2 gehabt, solange ich in der Schule bin. Und den Scheiß im Moment, den mache ich mit links. Wie wollen Sie mich denn da begünstigen? Und außerdem bin ich volljährig. Das ist doch nicht der Punkt. Es geht doch alles nicht. Das wäre doch völlig verrückt. Ja, so weit waren wir ja schon mal. Und ich habe es ja auch runtergeschluckt. Nur, jetzt fangen Sie wieder damit an. Ich fange nicht an, ich höre auf. Ich denke nur noch falsch. Und das ist auch der Grund für dieses idiotische Meeting hier. Und ich hätte doch nicht so verdammt sentimental sein dürfen. Ja, dann schlage ich doch vor, Sie küssen jetzt Ihre Mariko und schreiben der kleine Liedchen ins Notizbuch. Ja, und ich freue mich auf meinen kanadischen Kim, der kommt demnächst nämlich auch. Ja, und alles ist Paletti. Und alle sind prima zufrieden. Was ist denn? Ich glaube, wir machen einen Fehler, Markus. Das glaube ich auch. Ich habe es mir überlegt. Ich bin für die Tat.
und nicht für die Unterlassung. Du bist verrückt, Patty. Du aber auch. Nach München. Steig ein. Ah, super, danke. Patty, wo kommst du denn her? Aus den Bergen. Na, komm rein. Noch nicht einmal anzurufen, macht sie sich die Mühe. Und ich stehe da wie ein Trottel und warte 40 Minuten. Ich bin überhaupt ein Trottel, sie auch noch hinzufahren. Aber ich habe ihr einfach geglaubt, als sie mir versichert hat, dass dieser Herr Trost nichts von ihr wissen will und damit die Sache erledigt ist. Jetzt reg dich doch nicht so auf. Wahrscheinlich sind sie alle zusammen und feiern einen Hüttenzauber. Ja, vielleicht gibt's ja auch kein Telefon dort. Ach, natürlich gibt's ein Telefon. Auf jedem Berggipfel gibt's heutzutage ein Telefon. Außerdem wird er ja wohl ein Handy dabei haben. Muss er ja wohl als Aufsichtsperson, falls was passiert. Ah! Das wird sie sein. Sandwald? Kim! Wo bist du denn? Du klingst so nahe. Ja? Ja, das können wir machen. Dann bleib da, wo du bist. Bis gleich. Ciao. Kim ist eben gelandet. Ja, wieso denn? Er wollte ja zu Beginn der Sommerferien kommen. Er scheint weiß der Geier wie eine Möglichkeit gefunden zu haben, mit einem UNO-Transporter zu fliegen. Umsonst. Da hat er natürlich nicht Nein sagen können. Und wo ist er jetzt? In Landsberg am Lech. Wir sollen ihn abholen. Ich konnte doch nicht Nein sagen. In meinem nächsten Leben werde ich Einsiedler. Oder ich lebe wie der heilige Franziskus mit ein paar Dutzend Viechern. Nur nie mehr mit Töchtern. Mensch, Patty, genial war das wirklich nicht. Sowas habe ja nicht mal ich gebracht. Mit seinem Lehrer ins Bett zu gehen. Es tut mir kein bisschen leid, Sylvie. Nicht im geringsten. Dabei, du darfst nicht denken, dass er es darauf angelegt hat. Er wollte mich wirklich nur sehen. Nur ich wollte es plötzlich. Ja gut, das ist das eine. Aber schau, das andere ist die Situation, die du dadurch hergestellt hast. Stimmt, ja. Nur, dass ich was anderes meine als du. Ich weiß wieder genau, was ich will. Bisher, da war Kim in meinem Kopf und er in meinem Bauch. Und jetzt? Jetzt ist es wieder zusammengerutscht. Zusammengerutscht. Und was wirst du jetzt machen? Kim schreiben, so schnell wie möglich. Ein Fax, ihm alles erklären, damit er das Austauschstudium ablassen kann. Ach, das macht er doch eh nur meinetwegen. Ja, schon, aber ob das alles noch rückgängig zu machen ist, so auf die Schnelle? Ja, ich denke schon. Da gibt's ja richtige Wartelisten, hat er mir erzählt. Mhm. Naja, und wenn nicht, dann kann er ja vielleicht mit jemandem tauschen, weil ich meine, wenn er hier deinetwegen in München ist und du willst nichts mehr von ihm wissen, das ist ja dann vielleicht auch nicht ganz das Gelbe vom Ei, oder? Ich mag ihn, Sylvie. Ich mag ihn sogar sehr. Aber ich weiß nicht, das mit Markus, das ist eine ganz andere Gefühlsnummer. Ja, ja. Sowas gibt's.
Ich kann mich allerdings auch dunkel daran erinnern, dass es mal kleine Schwestern gegeben hat, die große Schwestern zurechtgewiesen haben, wenn sie nicht gleich beim Erstbesten geblieben sind. Hm? Das ist jetzt aber echt unfair, Silvi. Vergiss es, war nicht so gemeint. Was ist eigentlich mit Johannes und Afra? Na, ich weiß nicht. Und außerdem habe ich im Moment auch kein Interesse an anderen Love-Stories. Sag mal, Silvi, kann ich heute Nacht in deinem Gästezimmer schlafen? Das wäre so herrlich neutral. Ich weiß nicht, Patty. Ich meine, Margot und Papa werden sicher in deinem Zimmer nachschauen, ob du da bist und schläfst und wo du sozusagen schon überfällig warst, als sie gegangen sind. Dann ruf Annette doch noch mal an und sag, dass ich bei dir bin. Ach, bitte, Silvi, komm. Ich kann heute einfach keine Kimmererinnerung ertragen. Ja, da ist er ja. Da. Ach. Hallo. Du bist müde, hm? Ja. Wo ist Patty? Die hat einen Ausflug in die Berge gemacht. Sie wusste ja nicht, dass du kommst. Schade. Du siehst sie ja später. Entweder kommt sie heute sehr spät oder vielleicht übernachtet sie in der Berghütte. Sie hat dort eine Klasse besucht, die im Landschulheim ist. Naja, sie hat ja nicht gewusst, dass du 2 Wochen früher kommst. Ja. Ich hätte anrufen sollen. Ich dachte, die Überraschung ist hübscher. Danke, Beat. Bitte. Kommst du noch im Sprung mit rein? Du, die werden bestimmt noch schlafen. Es wird nach 6. Ja, dann schönen Flug. Danke. Wo musst du eigentlich hin? Nach Budapest. Zu unserer dortigen Niederlassung. Grüß die Charas-Geige. Aha, die werde ich leider nicht sehen. Ich fliege heute Abend schon wieder zurück. Also, dann... Mach's gut, und tschüss. Ciao. Kommst du denn her? Von hier mal, vom Flugzeug? Und du? Ich habe bei Silvi geschlafen. Ah ja? Ich habe gedacht, dass Andre ist. Weil... Patty, ich bin Musikstudent und ich kann lesen diese Messages. Ich meine, ich verstehe nicht alles. Aber genug. Ich kann dir das erklären, Kim. Mach dir nicht Mühe. Ich habe auch gefunden, das hier. Also ehrlich gesagt, so toll finde ich das auch nicht, dass du hierher kommst und in meinen Schubladen rumstöberst, solange ich nicht da bin. Ich habe nicht gestöbert. Ich bin reingekommen, ich wollte diese Licht anmachen, habe ich das Wasser umgeschmissen, dann wollte ich es wegwischen mit der Schublade, dann war sie offen. Ich habe gefunden das. Ich wollte nicht, dass du es so erfährst, Kim.
Du hast mit ihm geschlafen. Ja. Gestern. Wissen deine Eltern das? Nein, wie denn auch? Ich habe sie ja seitdem nicht gesehen. Ich habe gefühlt, dass was mit dir verändert ist. An deine Telefon, an deine Fax. Und deshalb bin ich gekommen. Was wirst du jetzt machen? Don't know. Du kannst natürlich hier wohnen, wenn du willst. Ja, sure. I mean, this is gonna be great fun. Wir werden dir heute eigene Sachen kaufen. Oh, bitte nicht, Johannes. Man hat mir Übergangsgeld gegeben und das Kloster zahlt mir auch eine Abfindung. Das dauert allerdings noch, aber so lange komme ich schon klar mit dem, was ich habe. Jetzt sei nicht albern. Du bist da weg. Du musst doch irgendwo wohnen. Doch bestimmt nicht bei Onkel Roman, oder? Das wäre wohl keine gute Idee. Das siehst du. Mit dem Übergangsgeld kommst du vermutlich auch nicht sehr weit. Bitte. Bitte erlaube mir, dass ich dir aushelfe. Das ist alles so kompliziert mit uns zwei. Danke. Also, nach meiner Erfahrung, so ganz unerfahren bin ich ja nicht, gibt es überhaupt keine unkomplizierte Beziehung. Und besser ist es am Anfang als hinterher. Du lachst mich aus. Nein, nein, ich lach dich an. Ich sag dir, das hat was, dieser Minnesänger-Status. Dass ich alter Knochen wieder lernen muss, eine Frau zu umwerben. Du bist so wunderschön. Hey, du wirst da wirklich noch rot. Alle Leute schauen schon her. Na, daran wirst du dich gewöhnen müssen. So hübsch, wie du bist, ohne deine Tarnkappe. Nur wenn mit dem... Wie heißt das Habit? Noch gleich? Habit. Dein Kampfgeist verloren ging. Das fand ich sehr bedauerlich. Keine Sorge. Ich übe noch ein bisschen. Und wenn ich mich sicherer fühle im wilden Leben, dann werde ich schon wieder frech. Bitte. Jugendherberge. Und dann? Ich weiß es nicht. Und er weiß es auch nicht. Ich muss dir wohl nicht sagen, was ich davon halte. Nein, musst du nicht. Und außerdem hat es mir Papa bereits gesagt. Wenn sich das in der Schule rumspricht, gibt es einen Skandal. Es wird sich nicht rumsprechen. Bist du wirklich so naiv, dass du glaubst, dass du das verhindern kannst? Vorläufig ist der weg. Mhm. Aber er kommt wieder. Oh mein Gott, wir sind beide erwachsen. Und wenn er nicht zufällig ein paar lächerliche Stunden in der Woche meinen Lehrer spielen würde, hat kein Mensch was dagegen. Er spielt nicht dein Lehrer, er ist dein Lehrer. Ich will dem Mann ja nicht zu nahe treten. Aber in meinen Augen hat er nicht besonders viel Charakter. Ach, das ist doch Quatsch. Ich habe das provoziert. Ah, prima. Dann haben wir ja wieder mal das Chaos perfekt. Johannes flirtet mit einer Nonne, du mit einem Lehrer. Ich krieg wahrscheinlich eine Warze auf der Nase und dein Vater einen Herzinfarkt. Das läge im Trend. Du bist gemein. Ich bin nicht gemein. Aber kennst du eine Mutter, die darüber jubeln würde? Ja, aber es gibt auch Töchter, die würden hier alle glatt schwindeln. Das stimmt. Aber Ehrlichkeit ist noch lange kein Blankoscheck für alle Dummheiten. Sag doch das Anwalt.
Angeln Sie heute theoretisch? Ich habe nur vergessen, mein Angelzeug einzupacken, aber es geht auch so. Ich weiß auch nicht, Sonja, vielleicht bin ich auch überängstlich, aber ich habe ständig so ganz merkwürdige, ja, so Zwischenblutungen. Du meinst Schmierblutungen? Ja, genau. Hast du die Hormone genommen, die ich dir verschrieben habe, jeden Tag pünktlich? Ja, so wie du es mir verordnet hast, jeden Tag zur gleichen Zeit. Hattest du vielleicht irgendwelche Verdauungsprobleme, Durchfälle, starkes Erbrechen? Nein. Das heißt, warte mal. Doch, wir hatten doch alle diesen Zwei-Tage-Virus. Ah. Dann wäre das eine Erklärung dafür. Eine Erklärung wofür? Ja, du bist schwanger, Herzchen. Das gibt's doch nicht. Doch, eindeutig. Hier, da ist das Herz. Ich gratuliere. Wahnsinn! Sandwald. Gottes Willen. Mit dem Übergangsgeld kommst du vermutlich auch nicht sehr weit. Bitte. Bitte erlaube mir, dass ich dir aushelfe. Das ist alles so kompliziert mit uns zwei. Danke. Also, nach meiner Erfahrung, so ganz unerfahren bin ich ja nicht, gibt es überhaupt keine unkomplizierte Beziehung. Besser sie ist es am Anfang als hinterher. Du lachst mich aus. Nein, nein, ich lach dich an. Ich sag dir, das hat was, dieser Minnesänger-Status. Dass ich alter Knochen wieder lernen muss, eine Frau zu umwerben. Du bist so wunderschön. Hey, du wirst da wirklich noch rot. Alle Leute schauen schon her. Na, daran wirst du dich gewöhnen müssen. So hübsch, wie du bist, ohne deine Tarnkappe. Nur wenn mit dem, wie heißt das Habit? Noch gleich? Habit. Auch dein Kampfgeist verloren ging. Das fand ich sehr bedauerlich. Keine Sorge. Ich übe noch ein bisschen. Und wenn ich mich sicherer fühle im wilden Leben, dann werde ich schon wieder frech. Bitte. Wohin geht er jetzt? In die Jugendherberge. Und dann? Ich weiß es nicht. Und er weiß es auch nicht. Ich muss dir wohl nicht sagen, was ich davon halte. Nein, musst du nicht. Und außerdem hat es mir Papa bereits gesagt. Wenn sich das in der Schule rumspricht, gibt es einen Skandal. Es wird sich nicht rumsprechen. Bist du wirklich so naiv, dass du glaubst, dass du das verhindern kannst? Vorläufig ist der ja weg. Mhm.
Aber er kommt wieder. Oh mein Gott, wir sind beide erwachsen. Und wenn er nicht zufällig ein paar lächerliche Stunden in der Woche meinen Lehrer spielen würde, hat kein Mensch was dagegen. Er spielt nicht dein Lehrer, er ist dein Lehrer. Ich will dem Mann ja nicht zu nahe treten. Aber in meinen Augen hat er nicht besonders viel Charakter. Ach, das ist doch Quatsch. Ich habe das provoziert. Ah, prima. Dann haben wir ja wieder mal das Chaos perfekt. Johannes flirtet mit einer Nonne, du mit einem Lehrer. Ich krieg wahrscheinlich eine Warze auf der Nase und dein Vater einen Herzinfarkt. Das läge im Trend. Du bist gemein. Ich bin nicht gemein. Aber kennst du eine Mutter, die darüber jubeln würde? Ja, aber es gibt auch Töchter, die würden hier alle glatt schwindeln. Das stimmt. Wann bist du denn fertig? Nach Rauf zur Hütte eine Stunde, dann die Besprechung. Na gut, dann sagen wir um 6 Uhr wieder hier. Mhm. Also, ein bisschen sonderbar finde ich das schon, dass du eigens hierher fahren musst, um ein Schulfest zu organisieren. Markus Trost ist ja verantwortlich auf der Lehrerseite und ich bei den Schülern. Naja, das klingt ganz plausibel, aber... Ich ziehe die Schulfestnummer durch und dann fahre ich wieder runter ins Tal. Aber falls es dich beruhigt, wir sind ganz bestimmt nicht allein in der Hütte. Er hat 28 Schüler und eine Kollegin dabei. Ja, und Hütteneltern gibt's auch noch. Halt doch bitte beim Schmied vom Korrel. Von da habe ich die Wegbeschreibung. Wie gnädiges Frau Lenwitsch. Also, Patty, Punkt 6 wieder hier, ja? Mhm. Und Patty, mach keinen Unsinn. Der, den wir gerade zu Hause haben, reicht mir voll auf. Schon gut, Papa. Mach dir keine Gedanken mehr. Tschüss. Falten machen eine Art Beschäftigungstherapie mit mir. Und ich muss sagen, sie wirkt. Ja, das sehe ich. Du siehst blendend aus, meine Gute. So fühle ich mich auch. Setz dich. Danke. Ich habe Kaffee vorbereitet. Oh. Und berichte. Was machen meine fürsorglichen Damen? Sie sind im Gefängnis, wo sie auch hingehören. Merkwürdig. Ich empfinde keine Genugtuung. Ich bin nur froh, dass ich das alles heile bestanden habe. Traurig bin ich, dass Menschen, die man für Freunde gehalten hat, Verbrecher sind. Vermutlich hatten sie das Gefühl, keinen anderen Ausweg mehr zu haben. In dem Punkt unterscheidet sich der Straftäter vom sogenannten normalen Menschen. Wenn nämlich sein Ego so wichtig wird, dass er einen beträchtlichen Schaden... Nach München. Steig ein. Ah, super. Danke. Patty, wo kommst du denn her? Aus den Bergen. Na, komm rein.
Noch nicht einmal anzurufen, macht sie sich die Mühe. Und ich stehe da wie ein Trottel und warte 40 Minuten. Ich bin überhaupt ein Trottel, sie auch noch hinzufahren. Aber ich habe ihr einfach geglaubt, als sie mir versichert hat, dass dieser Herr Trost nichts von ihr wissen will und damit die Sache erledigt ist. Jetzt reg dich doch nicht so auf. Wahrscheinlich sind sie alle zusammen und feiern einen Hüttenzauber. Ja, vielleicht gibt's ja auch kein Telefon dort. Ach, natürlich gibt's ein Telefon. Auf jedem Berggipfel gibt's heutzutage ein Telefon. Außerdem wird er ja wohl ein Handy dabei haben. Muss er ja wohl als Aufsichtsperson, falls was passiert. Ah, das wird sie sein. Sandwald? Kim! Wo bist du denn? Du klingst so nahe. Ja? Ja, das können wir machen. Dann bleib da, wo du bist. Bis gleich. Ciao. Kim ist eben gelandet. Na, wieso denn? Er wollte erst zu Beginn der Sommerferien kommen. Er scheint weiß der Geier wie eine Möglichkeit gefunden zu haben, mit einem UNO-Transporter zu fliegen. Umsonst. Da hat er natürlich nicht Nein sagen können. Und wo ist er jetzt? In Landsberg am Lech. Wir sollen ihn abholen. Ich konnte doch nicht Nein sagen. In meinem nächsten Leben werde ich Einsiedler. Oder ich lebe wie der heilige Franziskus mit ein paar Dutzend Viechern. Nur nie mehr mit Töchtern. Mensch, Patty, genial war das wirklich nicht. Sowas hab ja nicht mal ich gebracht. Mit seinem Lehrer ins Bett zu gehen. Es tut mir kein bisschen leid, Sylvie. Nicht im geringsten. Dabei... Danke, Wirt. Bitte. Kommst du noch im Sprung mit rein? Du, die werden bestimmt noch schlafen. Es wird nach sechs. Ja, dann schönen Flug. Danke. Wo musst du eigentlich hin? Nach Budapest, zu unserer dortigen Niederlassung. Grüß die Charas-Geiger. Ha, die werde ich leider nicht sehen. Ich fliege heute Abend schon wieder zurück. Also, dann... Mach's gut, ne? Tschüss. Ciao. Wo denn her? Von hier mal, vom Flugzeug? Und du? Ich habe bei Sylvie geschlafen. Ah ja? Ich habe gedacht, dass Andres. Weil... Patty, ich bin Musikstudent und ich kann lesen diese Messages. Ich meine, ich verstehe nicht alles. Aber genug. Ich kann dir das erklären, Kim. Mach dir nicht Mühe. Ich habe auch gefunden, das hier. Also ehrlich gesagt, so toll finde ich das auch nicht, dass du hierher kommst und in meinen Schubladen rumstöberst, solange ich nicht da bin. Ich habe nicht gestöbert. Ich bin reingekommen, ich wollte diese Lichter anmachen, habe ich das Wasser umgeschmissen. Dann wollte ich es wegwischen und mit der Schublade, dann war sie offen. Ich habe gefunden, das. Ich wollte nicht, dass du es so erfährst, Kim. Du hast mit ihm geschlafen. Ja. Gestern. Wissen deine Eltern das? Nein, wie denn auch? Ich habe sie ja seitdem nicht gesehen. Ich habe gefühlt, dass was mit dir verändert ist. An deine Telefon, an deine Fax. Und deshalb bin ich gekommen. Was wirst du jetzt machen? Don't know. Du kannst natürlich hier wohnen, wenn du willst. Sure. I mean, this is gonna be great fun. Ich habe Kaffee vorbereitet. Oh. Und Berichte. Was machen meine fürsorglichen Damen? Sie sind im Gefängnis, wo sie auch hingehören. Merkwürdig. Ich empfinde keine Genugtuung. Bin nur froh, dass ich das alles heile bestanden habe.
traurig bin ich, dass Menschen, die man für Freunde gehalten hat, Verbrecher sind. Vermutlich hatten sie das Gefühl, keinen anderen Ausweg mehr zu haben. In dem Punkt unterscheidet sich der Straftäter vom sogenannten normalen Menschen. Wenn nämlich sein Ego so wichtig wird, dass er einen beträchtlichen Schaden, auch einen körperlichen, eines anderen in Kauf nimmt, um sich selbst einen Vorteil zu verschaffen. Und was ist mit dem ergaunerten Wohnrecht? Ich habe den Notar über die Umstände unterrichtet und eine Anfechtungsklage vorbereitet. Ich habe die Unterlagen in meiner Mappe. Moment. Danke, Bertolt. Ich glaube, ich bleibe noch etwas hier. Veit sagt, ich bin keine Last, sondern nützlich. Ist doch schön. Wo sind denn die anderen? Die machen gerade eine Wanderung mit Frau Weber und einem Bergführer. Ja, und ich habe heute frei. Hast du die Unterlagen mit? Ja, in meinem Rucksack. Ja, aber gehen wir besser runter. Da haben wir auch mehr Platz. Einverstanden. Also auf meiner Liste war das jetzt alles. Ja, auf meiner auch. Gut, dann nehme ich das morgen so mit. In die Klassensprecherrunde und in die Schulversammlung am Abend. Das hast du toll vorbereitet, Betty. Danke. Kann ich noch einen Schluck Cola kriegen? Ja, sicher. Dann gehe ich jetzt wieder. Na, bleib doch. Sigrid? Komm rein, Bergfreund. Bin in der Küche. Ich bin beim Brotbacken. Sonja und Falten machen eine Art Beschäftigungstherapie mit mir. Und ich muss sagen, sie wirkt. Ja, das sehe ich. Du siehst blendend aus, meine Gute. So fühle ich mich auch. Setz dich. Danke. Ich habe Kaffee vorbereitet. Oh. Und Berichte. Was machen meine fürsorglichen Damen? Sie sind im Gefängnis, wo sie auch hingehören. Merkwürdig. Ich empfinde keine Genugtuung. Ich bin nur froh, dass ich das alles heil überstanden habe. Traurig bin ich, dass Menschen, die man für Freunde gehalten hat, Verbrecher sind. Vermutlich hatten sie das Gefühl, keinen anderen Ausweg mehr zu haben. In dem Punkt unterscheidet sich der Straftäter vom sogenannten normalen Menschen. Wenn nämlich sein Ego so wichtig wird, dass er einen beträchtlichen Schaden, auch einen körperlichen, eines anderen in Kauf nimmt, um sich selbst einen Vorteil zu verschaffen. Und was ist mit dem ergaunerten Wohnrecht? Ich habe den Notar über die Umstände unterrichtet und eine Anfechtungsklage vorbereitet. Ich habe die Unterlagen in meiner Mappe. Moment. Danke, Bertolt. Ich glaube, ich bleibe noch etwas hier. Veit sagt, ich bin keine Last, sondern nützlich. Ist doch schön. Hier sind sie.
Wo sind denn die anderen? Die machen gerade eine Wanderung mit Frau Weber und einem Bergführer. Ja, und ich habe heute frei. Hast du die Unterlagen mit? Ja, in meinem Rucksack. Ja, aber gehen wir besser runter. Da haben wir auch mehr Platz. Einverstanden. Also auf meiner Liste war das jetzt alles. Mhm. Ja, auf meiner auch. Gut. Gestern war der Versicherungsvertreter da. Er sagt, dass die Brandursache ein Wartungsfehler in der Abfüllanlage war, der zum Kurzschluss geführt hat. Hm. Sie werden den Schaden in voller Höhe übernehmen und sich das Geld von der Wartungsfirma holen. Weiß nicht. Gott sei Dank. Ich dachte schon, Walter hätte was damit zu tun. Das dachten wir auch, aber er ist absolut unschuldig. Ich denke, ihr solltet gegen die Wartungsfirma eine Zivilklage anstrengen. Mhm. Ich denke auch, dass es sinnvoll wäre, die Trennung von Walter jetzt vorzunehmen, indem wir uns nach anderen Produktionshallen umsehen. Das kostet zwar zusätzlich Geld, aber das ist die sauberste Lösung. Komisch, auf den Gedanken kam ich auch. In manchen Dingen scheinen Sie ganz vernünftige Überlegungen zu haben, in anderen weniger. Oh Mensch, Papa, jetzt lass ihn doch. Es ist schließlich sein Liebesleben. Das ist richtig, nur Johannes hat zwei Kinder, die unsere Enkel sind und somit eine Verantwortung. Wer sagt uns denn, dass Afra eine Ehe ernster nimmt als ihr Gastspiel im Kloster? Du bist echt fies, Margot. Wir nennen nur die Dinge beim Namen. Also Moment mal, ja, Moment. Afra und ich, wir haben uns ineinander verliebt, das ist richtig. Es kam wie der Blitz. Und was kann man schon gegen einen Blitzschlag tun? Aber ich denke, es ist ein bisschen früh, von einer Ehe zu sprechen. Dann auch noch gleich von deren mutmaßlichen Misslingen. Ja, genau. Ich habe Afra gepflegt, als sie krank war. Im Krankenhaus hat sie 3 Tage und 3 Nächte an meinem Bett gewacht. Auf dem Stuhl sitzend, wohlgemerkt. Ich denke, das ist noch keine Basis für eine Heirat. Heißt das, du hast nur ein bisschen mit ihr geflirtet? Immerhin verlässt sie deinetwegen das Kloster. Natürlich nicht. Ich wollte damit lediglich andeuten, dass ich es schön finde, wenn wir uns in der nächsten Zeit ein bisschen besser kennenlernen dürfen, bevor weitere Spekulationen über unsere gemeinsame Zukunft angestellt werden. Und wo sollen diese Annäherungen stattfinden? Etwa da oben bei uns im Dachgeschoss? Marco. Also, Patty, Punkt 6 wieder hier, ja? Mhm. Und Patty, mach keinen Unsinn. Der, den wir gerade zu Hause haben, reicht mir voll auf. Schon gut, Papa. Mach dir keine Gedanken. Ja. Tschüss. Beim Brotbacken. Sonja und Falten machen eine Art Beschäftigungstherapie mit mir. Und ich muss sagen, sie wirkt. Ja, das sehe ich. Du siehst blendend aus, meine Gute. So fühle ich mich auch. Setz dich. Danke. Ich habe Kaffee vorbereitet. Oh. Und Berichte. Was machen meine fürsorglichen Damen?
Sie sind im Gefängnis, wo sie auch hingehören. Merkwürdig. Ich empfinde keine Genugtuung. Bin nur froh, dass ich das alles heil überstanden habe. Traurig bin ich, dass Menschen, die man für Freunde gehalten hat, Verbrecher sind. Vermutlich hatten sie das Gefühl, keinen anderen Ausweg mehr zu haben. In dem Punkt unterscheidet sich der Straftäter vom sogenannten normalen Menschen. Wenn nämlich sein Ego so wichtig wird, dass er einen beträchtlichen Schaden, auch einen körperlichen, eines anderen in Kauf nimmt, um sich selbst einen Vorteil zu verschaffen. Und was ist mit dem ergaunerten Wohnrecht? Ich habe den Notar über die Umstände unterrichtet und eine Anfechtungsklage vorbereitet. Ich habe die Unterlagen in meiner Mappe. Moment. Danke, Bertolt. Ich glaube, ich bleibe noch etwas hier. Veit sagt, ich bin keine Last, sondern nützlich. Ist doch schön. Du musst nicht glauben, dass du mich bis in alle Ewigkeit jetzt im Hals hast. Nur weil ich begriffen habe, dass das Kloster nicht der richtige Platz für mich ist. Und weil du ein bisschen verliebt in mich bist. Du doch auch ein bisschen in mich. Ja, schon, aber das ist noch kein Universalprogramm. Du bist zauberhaft, Afra. Also, jetzt wollen wir mal was klarstellen. Der Umstand, dass du Ordensfrau warst oder bist, kompliziert unsere Beziehung beträchtlich. Ich habe deinen Blick schon richtig interpretiert vorhin, als ich mit der Tasche angekommen bin. Du hast Angst gekriegt. Du dachtest, ich würde heute Nacht bei dir bleiben wollen und... Schau mich an, Arthur. Natürlich will ich das. Ich bin in dich verliebt. Aber ich weiß auch, dass du im Prinzip nicht 28 bist, sondern erst 17. Und ich weiß, dass die Liebe ein fremdes Land für dich ist. Wann bist du denn fertig? Nach Rauf zur Hütte eine Stunde, dann die Besprechung. Na gut, dann sagen wir um 6 Uhr wieder hier. Mhm. Also, ein bisschen sonderbar finde ich das schon, dass du eigens hierher fahren musst, um ein Schulfest zu organisieren. Markus Trost ist ja verantwortlich auf der Lehrerseite und ich bei den Schülern. Naja, das klingt ganz plausibel, aber... Ich ziehe die Schulfestnummer durch und dann fahre ich wieder runter ins Tal. Aber falls es dich beruhigt, wir sind ganz bestimmt nicht allein in der Hütte. Er hat 28 Schüler und eine Kollegin dabei. Ja, und Hütteneltern gibt's auch noch. Halt doch bitte beim Schmied vom Korrel. Von da habe ich die Wegbeschreibung. Wie gnädiges Frau Lenwitsch. Unterlassung. Du bist verrückt, Patty. Du aber auch. Thank you.
Himadl? Nach München. Steige. Ja, super. Danke. Patty, wo kommst du denn her? Aus den Bergen. Na, komm rein. Noch nicht einmal anzurufen, macht sie sich die Mühe. Und ich stehe da wie ein Trottel und warte 40 Minuten. Ich bin überhaupt ein Trottel, sie auch noch hinzufahren. Aber ich habe ihr einfach geglaubt, als sie mir versichert hat, dass dieser Herr Trost nichts von ihr wissen will und damit die Sache erledigt ist. Jetzt reg dich doch nicht so auf. Wahrscheinlich sind sie alle zusammen und feiern einen Hüttenzauber. Ja, vielleicht gibt's ja auch kein Telefon dort. Ach, natürlich gibt's ein Telefon. Auf jedem Berggipfel gibt's heutzutage ein Telefon. Außerdem wird er ja wohl ein Handy dabei haben. Muss er ja wohl als Aufsichtsperson, falls was passiert. Ah, das wird sie sein. Sandwald? Kim! Wo bist du denn? Du klingst so nahe. Ja? Ja, das können wir machen. Dann bleib da, wo du bist. Bis gleich. Ciao. Kim ist eben gelandet. Na, wieso denn? Er wollte erst zu Beginn der Sommerferien kommen. Er scheint weiß der Geier wie eine Möglichkeit gefunden zu haben, mit einem UNO-Transporter zu fliegen. Umsonst. Da hat er natürlich nicht Nein sagen können. Und wo ist er jetzt? In Landsberg am Lech. Wir sollen ihn abholen. Ich konnte doch nicht Nein sagen. In meinem nächsten